Okay, Speicheramulett ist weg. Alles klar. Wir können jederzeit speichern, egal wo und wie. Hauptsache, wir haben ein Amulett dafür. Das Remake wird von Pieces Interactive gemacht. Waren wir nicht mehr wirklich bekannt, haben aber wohl Titan Quest Ragnarök und Titan Quest Atlantis gemacht. Zu wem gehören die denn? Pieces Interactive habe ich noch nie gehört. Klingt entweder Embracer oder THQ oder sowas, ne? Wahrscheinlich. Bei Embracer hat ja auch viele Studios unter sich, die man so namentlich nicht so unbedingt kennt. Oder umbenannt oder was auch immer. THQ Nordic. Na, sag dich doch. So, Tür ist zu. Okay. Und sie müsste da oben sein, ne? Theoretisch, auf dem Dach. Die gute Aline. Hier ist ein Frosch. Statue. Kommen. Was ist denn los? Schreckliche Wesen. Schatten. Lebende Schatten. Aline? Es ist schlimm. Kommen Sie schnell her. Ich flehe Sie an. Aline! So, ich mache jetzt erst nochmal eins. Scheiße. Nee, ich mach keine Scheiße. Das klingt schon geil. Ich mach eins, weil mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass die Soundeffekte viel zu laut sind in den Cutscenes. Ich hoffe einfach mal, dass wenn ich es leiser mache, dass man die dann besser versteht, die Leute. So. No. Okay, das war wahrscheinlich gerade das Fenster, wo wir die Schüsse gesehen haben. Könnte ich mir vorstellen. Aber geile Kameraperspektive, ey, richtig geiler Winkel. Also, wie gesagt, von der Aufmachung her schon so ein bisschen wie so eine Mischung aus Resident Evil und Silent Hill. Nur nochmal ein bisschen horroriger, hätte ich beinahe gesagt. Oh, oh. Warum muss ich den jetzt nachladen? Hallo? Alter, der frisst aber ordentlich Muni. Junge. Okay, vor denen sollten wir nach Möglichkeit irgendwie wegrennen. Die haben irgendwie ganz, ganz fies viele Leben. So, auch dass die Musik dann leise ist, wenn du das Fenster siehst. Ja, das stimmt. Das stimmt. Na, guck mal, da ist der Bot. Jochen hat Hunger. Nee, das ist ein anderer Jochen. Das ist ein anderer Jochen. So, Tür auf. Eben konnte ich ja nicht vor dem wegrennen. Und wir haben jetzt jedes Mal zwei Schuss verballert, ne? Zwei... Zwei Schuss. Macht irgendwas blub blub. Die heißen jetzt alle Jochen. Okay, alle Gegner heißen jetzt Jochen. Auch die Hunde? Was ist das hier? Soll dieses Ventil aktiviert werden? Nein, weil ich noch nicht weiß, was es bringt. Geht wahrscheinlich eh nicht. Guck es nochmal. Rümste Pümste Pümste. Ich denke mir doch nicht für jedes Monster einen neuen Namen aus. Okay. Die Hunde heißen Bertram. Das kann ich mir doch erst recht nicht merken. Mach doch mal Namen, die man sich merken kann. Bertram. Es muss doch einen Weg geben. Und im Übrigen, was ihr vorhin ganz am Anfang auch gesagt habt, die Erzählstimmen, sind auf jeden Fall wieder Stimmen, die man kennt, die man auch schon in anderen Spielen und Dingens gehört hat. Auf jeden Fall. Von ihm jetzt hier, wie heißt er nochmal? Canby, die Stimme, die kenne ich allerdings nicht. Hubert? Hubert. Nur die langarmen Monster heißen Jochen. Günther. Ja, Günther kann ich mir wenigstens merken. Hubert. Hubert der Hund. Boah, ne. Geh weg. Du stehst im Weg, Junge. Fuck. Das Drecksvieh steht im Weg. Ich lasse den jetzt einfach mal da oben. Soll er doch am langen Arm verhungern. Blöder Heini. So. Sieh doch zu, wie du klarkommst, du. Jochen. ganz bekannt ist die Stimme für den Text. Jo. Er ist so gut wie jedem Hörspiel zu hören. Ah, okay. Ich glaube, die Szene hier gab es auch in der Demo damals. Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich aber irgendwie dunkel erinnern, dass da irgendwas war. Es ging auf jeden Fall auf irgendeiner Brücke los, meine ich. Und irgendwas mit einem Keller kann ich mich auch noch erinnern. Aber boah, das ist schon so lange her. Diese Beep-Sounds, wenn nur Text angezeigt wird. Ja.
Jochen hat ein kleines Platzproblem. Als Kind musste er sich sein Zimmer teilen. Das ist doch doof, ey. Schön. Ah, das sieht geil aus, auch mit diesem Wassereffekt hier. Kann noch ein bisschen schneller laufen. Hier sind bestimmt irgendwelche Viecher im Wasser. Oh, das sieht so unfassbar gut aus. Auch wenn es alles vorgerendert ist. Guck mal, das sieht echt schick aus. Ein wunderhübsches Spiel mal wieder. Oh nein! Nein, 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 nein! Ich hab's doch gerade noch gesagt. Ich hab's gerade noch gesagt. Da ist irgendwas hinter uns. Fuck! Schnell weg hier. Oh. Hilfe! Das ist ein Cedric. Das Schloss ist völlig vom Rost zerfressen. Nils? Okay, von mir aus. Nils, das Nils-Monster. Hallo? Ich glaube, ich muss mich mal heilen, oder? Bin mit dem Roten. Ah, ich probiere mal. Probier mal, ob ich weiterkomme. Nein! Oh Gott. Jetzt muss ich mich aber wirklich heilen. So. Wir sind nur... Boah, mit einmal heilen sind wir nur auf gelb? Boah, wie assi ist das denn? Ich will da raus! Lass mich doch! Ah. Boah, Alter! Dieses Drecksvieh! Wow! Soll ich ihn vielleicht mal anleuchten? Komm, wo bist du? Komm, Cedric! Ist er tot? Der ist nicht tot. Kein Fall. Vielleicht muss ich irgendwie... Boah, ich komm nicht raus, ne? Ich komm echt nicht raus. Ich muss den wirklich erst umbringen. Ist jetzt mal Feierabend. Er lässt mich nicht weg. Aber hier an der Seite ist doch irgendwas, oder? Da irgendwie einen Ausgang? Ich komme nicht raus. Ah, warte! Verdammt! Ich komme hier nicht weg. Komm nicht weg. Komm, Cedric. Hm? Kann ich rückwärts laufen? Nee, kann ich nicht. Ich kann nicht mal rückwärts laufen. Ist er weg? Ich glaube, er ist tot. Oh Gott. Der hat mich aber ordentlich mitgenommen, ey. Fuck. Was ein Scheißvieh. Geht's hier weiter? Ah ja, doch, da ist eine Leiter. Möchten Sie die Leiter hinaufklettern? Ja, ich bleib nicht hier unten. Doofe Frage. So, na dann, hinauf. Okay. Puh, ich brauche jetzt unbedingt wieder ganz schnell Leben. Ansonsten ist es nämlich ganz schnell essig mit uns, weil es rot. Scheiße. Oh, fuck. Eieieiei. Da liegt, glaube ich, Leben, ne? Kommst du da hoch? Jo. Ist das Leben? Sie nehmen ein Speicheramulett. Okay. Ich gucke nochmal gerade hier unten bei dieser Tür. Vorausgesetzt, ich komme runter. Ja, komme ich. Die ist bestimmt zu, ne? Dieses Zauntor scheint versiegelt zu sein. Versiegelt oder verriegelt? Eins von beiden. Versiegelriegel. So, da oben ist auf jeden Fall eine Tür. Was ist das hier an der Wand? Weiß man nicht. Nichts Genaues weiß man nicht. Gibt es hier noch irgendwas? Spannende Tür. Sehr, sehr spannend. Warte, ich denke mal, Cedric war früher Fahrer bei Hermes, bis er das A-Loch sein perfektioniert hat und befördert wurde zum Hermes-Tunnel-Paketdienst. Als
Was? Als ein schrecklicher Tunnelunfall mit einem Hermes-Paket und einem Panzer geschah. Warum denn jetzt Hermes? Warum hackst du denn auf Hermes rum? Ich meine, die sind nicht so toll, aber warum das denn jetzt? Haben die ein Paket von dir verschlammt? Kann das sein? Wäre nicht das erste Mal. Oh, guck mal, da steht ein Sarg oder sowas. Ein wunderhübscher 2D-Sarg. So, gehen wir gerade hier in die Moni. Oh, sie nehmen eine Schachtel mit Phosphorpatronen. Und sie nehmen eine Schachtel mit Magnesiumpatronen. Okay, offensichtlich gibt es hier unterschiedliche Monster, die unterschiedliche Patronen bedürfen. Okay, hier steht auch noch das, oh ne, dreiläufiges Gewehr, geil. Ein dreiläufiges Gewehr, damit wir noch mehr Munition rausballern können, oder was? Okay, ich verstehe. So, und sie nehmen einen Erste-Hilfe-Koffer. Ich nehme den auch mal gleich, auch wenn ich wahrscheinlich nicht so viele Erste-Hilfe finden werde. So, benutzen. Jetzt sind wir wieder auf gelb. Okay. Okay, auf jeden Paketservice rum. Ich könnte mit meinen Postgeschichten ein ganzes Comedy-Programm füllen. Das stimmt. Da haben wir ja schon mal ein paar Ausschnitte gehört. es wird nicht mit Rohren gegeizt. Nee, auf keinen Fall. Also mit hier langen Rohren wird hier echt nicht gegeizt. Ne? Schon ordentlich. Was kommt als nächstes? Die vierfache Harpune und das fünffach Schlagrohr. Wahrscheinlich irgendwie sowas. Zehnfach MP. Ist das hier? Ist hier irgendwas Schönes? Es ist aus dem 2D-Sarg ein richtiger geworden. Möchten Sie den Sarg öffnen? Bin ich bescheuert? Ich öffne doch keinen Sarg. Nicht freiwillig. Guck es mal hier runter. Hallo? Da ist noch eine Tür. Ich könnte mir vorstellen, dass die zu ist. Wenn ich es nicht ausprobiere, weiß ich es aber nicht. Ich gehe erstmal hier zu dieser Tür. Die ist bestimmt zu. Dieses Zauntor ist abgeschlossen. Was? Ich muss noch irgendwas damit machen. Okay, wir haben den Schlüssel nicht mehr. Ich muss den Schlüssel finden. Okay, also gehen wir da hinten hin, um den Schlüssel zu finden. Wenn ich das Ding jetzt aufmache, kommt bestimmt irgendein Vieh raus, oder? Möchten Sie den Sarg öffnen? Will ich das wirklich? Ich habe Angst. Ja, okay. No. Okay, die Cutscene haben sie nicht übersetzt. So, da ist auf jeden Fall unser Schlüssel, den wir brauchen. Sie nehmen den vergoldeten Schlüssel. Ist da noch was drin? Der Sarg ist leer. Hat ihm jetzt irgendjemand einen Streich gespielt, offensichtlich, mit dieser, ja, Vision, Halluzination, was auch immer. Guck mal, hier geht's auch lang. Was ist denn hier noch Schönes? Sieht nicht so einladend hier unten aus, muss ich mal so sagen. Aber es ist auf jeden Fall eine Leiter. Kisten von der Boston University of Astronomy. So eine Leiter. Ich möchte diese Leiter nicht hochgehen. Ich möchte diese Leiter nicht kaufen. Ich gehe erstmal zu der Tür. Ich bin jetzt gerade so ein bisschen hin und her gerissen. Wo fangen wir denn an? Fangen wir bei der Tür an. Hoffentlich ist sie verschlossen. Diese Tür ist abgeschlossen. Möchten Sie durch das Guckloch schauen? Ja. Jumpscare in 3, 2, 1. Schade. Ich hatte jetzt drauf gehofft. Mit der Leiter kommst du ins Haus. Ja, das dachte ich mir schon. Das Tauntor ist abgeschlossen. Gucken wir mal, ob wir den Schlüssel dafür benutzen können. Sie haben das Zauntor aufgeschlossen. Komme ich denn da hin? Boah, das hat so unfassbare Resident Evil Vibes. Auch mit den Türen und alles so. Beziehungsweise so eine Mischung aus Resident Evil und Silent Hill, wie ich schon gesagt habe. Kambi, antworten Sie doch. Aline, ich hielt Sie für tot. Ich auch. Orte wie dieser sind nichts für mich. Es soll einfach aufhören. Sofort. Ich verstehe. Sie verstehen?
Sie verstehen? Sie verstehen doch rein gar nichts. Ich weiß nicht, was Sie, dieser Johnson oder Professor Morton von mir wollen. Aber dieser Albtraum soll aufhören. Jetzt sofort. Beruhigen Sie sich bitte. Wo sind Sie? In irgendeinem Raum. Aber ich komme nicht heraus. Eine Tür ist verschlossen. Und die andere Tür wird von irgendetwas Schwerem blockiert. Obed Morton hat mich betäubt und hier eingesperrt. Und ich wollte ihm nur helfen. Bleiben Sie dort. Ich komme. Was? Ist das alles? Tja, ich tue mein Bestes. Na gut, aber machen Sie schnell. Ja, machen wir schnell. Offensichtlich war die Tür hinter einem Spiegel. Und hier haben wir wieder diese wunderbare Spiegeltechnik der PS1. Wir sehen uns doppelt. Sieht man daran, dass oben an dem Spiegel so ein bisschen der Kopf nochmal durchschaut und nicht ganz sauber abgeschnitten ist. Warum macht ihr denn das Licht aus? Oh nee, wegen den Schattenwesen, ne? Die mögen offensichtlich kein Licht. Ich würde es gerne benutzen. Wieso kann ich nicht benutzen? Hä? Ich würde es gerne ausrüsten. Hat er es jetzt gemacht? Okay, 2 Schuss aus der Shotgun und das Viech ist platt. Sehr gut. Diese Tür ist abgeschlossen. Komme ich denn eigentlich wieder zurück? Nee, komme ich nicht mehr zurück. Boah. Ich habe gerade eben noch so gedacht, so, oh, es ist schön hell hier drinne. In dem Häuschen, aber ist es nicht. Oh. Eine Marmorbüste. Noch recht neu. Am Sockel der Büste befindet sich ein Mechanismus. Was haben wir denn? A, B, C, D, E, F, G. Das ganze Alphabet? Scheiße. Haben wir doch ein paar Kombinationen, die wir benutzen könnten. Ich habe keine Ahnung. Wie viele? Das Haus ist ein Graus. A, U. Aber den Code nicht. Du kannst auch ein bisschen rumprobieren, Mensch. Huch, ich wollte nicht ins Inventar. Na gut, schauen wir doch mal. Ist hier noch irgendwo was Brauchbares? Ich muss erst mal, denke ich mal, zum Lichtschalter. Das mache ich mal gerade. In der Hoffnung, dass das Licht wieder angeht. Ist das überhaupt ein Lichtschalter? Yo, nice. Schön hervorgehoben. Eine Kerosinlampe. Die könnten wir doch theoretisch mitnehmen. Obwohl unsere Taschenlampe ist wahrscheinlich 3000 mal effektiver als diese Kerosinlampe. Aber mir fällt gerade auf, dadurch, dass wir jetzt das Gewehr genommen haben, können wir die Taschenlampe nicht mehr benutzen. Also nicht gleichzeitig. Ach doch, geht auch. Cool. Ich habe mich nur gerade gefragt, wo ist denn die Taschenlampe hin? Eben ging's nämlich, also es war gerade eben weg. Irgendwie so. Eine gewöhnliche Uhr und sie zeigt 2:12. Würde ich sagen. Gewöhnliche Uhr. Aber wenn man sie anklicken kann, ist sie nicht gewöhnlich. Dann kann man irgendwas damit machen. Hier, Kamin. Die Asche ist noch warm. Ich guck mal gerade auf die Karte. Würde mich mal interessieren. Okay, also das hier ist dann scheinbar außen, das Außenareal. Das Haus ist ganz schön groß. Warum summt denn das so? Das hat mich gerade gewundert. War ein wenig perplex gemacht, dass es so gesummt hat. Hier sind bestimmt noch mehr von diesen Viechern. Noch viel, viel mehr von diesen Viechern. Oh je, oh je, oh je. Oh, oh. Aline, gibt's was Neues? Ich warte hier auf Sie. Was machen Sie denn? Ich finde den Raum nicht, in dem Sie eingesperrt sind. Es kann nicht so schwer sein. Ich bin im ersten Stock. In der Lobby ist eine Treppe. Okay, dann gehe ich dorthin. Danke. Beeilen Sie sich. Genau das habe ich mir auch gerade so gedacht. Wo ist denn hier? Kommen Sie hierher. Ich weiß doch nicht, wo hier ist. Aber Sie kennt sich offensichtlich schon mal aus. Ist doch schon mal gut. Die Einrichtung der Mordens entspricht ihrem Reichtum. Die Schriftart ist sehr schwer lesbar, weil die so verpixelt ist. Ach, guck mal hier. Ich stand eben direkt vor der Treppe. Okay, na gut. Gar nicht. Habe ich wirklich nicht für voll genommen. So, okay, wir gehen mal hoch.
Aber schon mal ein großer Raum hier. Also das untere ist ziemlich groß. Das ist ein Schrank oder was? Hey, ich kann Sie hören. Können Sie erkennen, was die Tür versperrt? Ich glaube, es ist nur eine Kommode. Dann schieben nur. Sie weg. Schieben Sie das Ding weg. Das Ding ist riesig. Aber okay, schieben Sie es weg. Kann ich dich wegschieben? Oder von der anderen Seite? Wahrscheinlich von der anderen Seite, ne? So. Okay.